Wenn Corona und Schnee Tennisspielen unmöglich machen, muss man eben kreativ werden. Etwas, das die Berliner Tenniswelt noch nicht gesehen hat und in jede Tasche passt. Zu Saisonbeginn haben sich die Brüder Alessio und Paolo Vasquez etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und haben uns halt überlegt, was fehlt im Tennisbereich, um halt sein Spiel zu verbessern oder damit die Leute eine Hilfe haben, diese Saison vielleicht mehr Struktur in ihr Training zu bekommen. Im Saisonplaner findet ihr zahlreiche Seiten zum Selbstausfüllen. Perfekt, um eure Zeit auf dem Court individuell zu gestalten. Wir haben Match-Analysen drin, Trainingsrückblicke, dann auch so Spielerbewertungsseiten, viele so Zielsetzungsseiten, also wo man seine eigenen Ziele setzen kann. 2 Monate lang saßen die beiden in Eigenregie in der Entwicklung und natürlich wird das Projekt auch vom Verein unterstützt. Die erste Idee war, Langeweile kann auch Kreativität fördern. Und das war dann natürlich dann auch für uns Antrieb zu sagen, wir wollen natürlich dieses Projekt auch unterstützen von Seiten des Vereins. Im BTTC Grün-Weiß, dem Verein der beiden, ist der Planer bereits gut angekommen. Ob beim Training. Da konnte ich schon die ersten Sachen hier auch eintragen, meine Ziele und mein Spiel sozusagen auch analysieren. Oder nach den ersten Matches. Mit meinem Vater die Matchanalyse betrieben und schon ein paar Taktiken ausgedacht, wie ich gegen meinen Spielpartner gewinnen könnte. Egal ob jung oder alt, der Planer ist immer und überall einsetzbar. Ich habe festgestellt, okay, sowas hätte ich gerne damals gehabt, weil ich war total unstrukturiert. Das Gegenteil von jetzt übrigens. Das hilft einem total, weil du hast deine Ziele, du hast mittelfristige Pläne, langfristige Pläne, trägst alles ein und dann kannst du deine Häkchen setzen. Wenn ihr jetzt auch einen Planer haben wollt, dann besucht www.breakballtennis.com und sichert euch euer Exemplar noch heute. Bereits jetzt erfreut er sich an großer Beliebtheit und soll im nächsten Jahr fortgeführt werden. Und deswegen freuen wir uns auch über Feedback, weil wir natürlich, was noch fehlt, verbessern wollen. Auch in den nächsten Jahren, ist ja klar. Mit dem Saisonplaner ist der erste Schritt gemacht. Jetzt fehlen nur noch Lockerungen, damit er auch so richtig zum Einsatz kommen kann.